Deutschland geht es ja auch gut und wird auch auf Wachstumskurs bleiben. Und die Frage, die sich da stellt, ist, wieso Deutschland nicht auch so intelligent sein kann wie andere Länder, Beispiel Norwegen, und von dem aktuellen Wohlstand, der ja schon ein paar Jahre auch andauert, quasi ein Spargroschen für die künftigen Generationen zurücklegen könnte. Klar ist, dass Deutschland, obwohl es uns wirtschaftlich gut geht, von seiner Substanz lebt. Wir sehen es bei den Vermögenswerten, auch bei den öffentlichen Vermögen. Die öffentliche Infrastruktur verfällt. Negative Nettoinvestitionen ist das Resultat. Jetzt sind zwei Dinge zu tun. Einmal klug in die Zukunft zu investieren, real gesehen in eine gute Infrastruktur, digitale Infrastruktur, aber auch in die Menschen, in ein gutes Bildungssystem, gute Innovation. Und als zweites auch finanziell vorzusorgen. Und hier wäre durchaus ein Sovereign Wealth Fund, also ein Staatsfonds, der Geld zurücklegt, der sich auch beteiligt an innovativen Unternehmen, durchaus eine sehr kluge Idee, würde auch den Menschen helfen, klüger Vorsorge zu treiben. Aber ist nicht umsetzbar in Deutschland? Oder wieso gibt es das? Wieso haben wir immer noch dieses Rentenumlagesystem und alles dieses Antiquarische? Das große Problem in Deutschland ist, dass wir ein Umlagesystem gerade bei der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Was heißt, der Staat hat ein Versprechen jedem von uns gegeben. Das heißt, Sie müssen selber nicht Vorsorge betreiben. Wir werden Ihnen eine Rente geben, die sicher ist, so wie Norbert Blüm es genannt hat. Und das gilt nach wie vor. Ist aber eigentlich ein Fehler, weil durch die demografische Wende diese gesetzlichen Versicherungen, die wir haben, letztlich langfristig immer kleiner ausfallen werden. Das heißt, wir müssen private Vorsorge betreiben und auch der Staat muss überlegen, wie er die Menschen in Zukunft besser absichern kann, wie er mit der Demografie umgeht. Und das Problem bleibt ungelöst. Schade. Digitalisierung wäre das nächste Thema. Es verändert unsere Arbeitswelt. Daran schließt sich die Frage, welchen Effekt hat das letztlich auf die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen? Ohne Frage ist der technologische Wandel, gerade die Digitalisierung, auf der einen Seite eine Bedrohung. Auch in der Vergangenheit hat es viele Jobs zerstört und auch die Ungleichheit bei den Einkommen vergrößert. Einige haben die Chance genutzt, konnten sich besser stellen, andere nicht. Das wird sich beschleunigen, der Druck wird also zunehmen und Aufgabe der Politik ist, diese Polarisierung, die wir durch den technologischen Wandel, Digitalisierung sehen, so zu gestalten, dass wir mehr Teilhabe haben, mehr Menschen wirklich davon profitieren können. Das geht aber nicht, indem man mehr Umverteilung macht, sagt, Sie werden eh abgehängt durch die Digitalisierung, jetzt machen wir mal ein Grundeinkommen oder wir geben Ihnen mehr Sozialleistung. Das wird scheitern, sondern meiner Ansicht nach geht das nur über Bildung, über Qualifizierung, über lebenslanges Lernen, um darüber eine Teilhabe zu bekommen. Denn es mangelt nicht an Jobs. Bereits heute haben wir mehr als 1 Million offener Jobs. Digitalisierung wird viele neue und bessere Jobs schaffen. Es geht darum, die Menschen so vorzubereiten, dass sie diese Chancen nutzen können. Eine gewagte Frage zum Schluss. Deutschland in 20 Jahren. Was müssen wir tun, damit wir auch praktisch so stark bleiben können und unsere Potenziale auch voll entwickeln? Deutschland in 20 Jahren, ich will eigentlich Optimist sein, denn wenn man sich überlegt, wie Deutschland heute dasteht, gab es selten bessere Zeiten. Wir leben wirtschaftlich goldenen Jahren mit riesigen Überschüssen. Die Politik hat alle Möglichkeiten, Deutschland für die nächsten 20 Jahre vorzubereiten. Ich glaube, in 20 Jahren wird Deutschland sicherlich eine viel ältere Gesellschaft sein, aber auch eine gesündere Gesellschaft sein. Es könnte eine sozial ausgewogene Gesellschaft sein, wo mehr Menschen Teilhabe haben, also Wahlmöglichkeiten, Freiheit haben, ihr Beruf, ihre Tätigkeit, ihr Privatleben so zu wählen, wie sie das gerne möchten. Deutschland hat in der Vergangenheit Menschen sehr erfolgreich integriert. Das gilt nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für andere Europäer. Es gilt auch innerhalb unserer Gesellschaft, nehmen wir Ostdeutschland, auch verschiedene Regionen erfolgreich zu integrieren. Ich will Optimist sein. Ich glaube, Deutschland schafft das, wenn es die Möglichkeiten, die es jetzt hat, wirklich klug nutzt und die Zukunftsinvestitionen als erste Priorität macht.